Herzlich willkommen und an unseren Gast, Herr Professor Ademi, und auch an unsere Gäste und Zuschauer, Zuhörer, den muslimischen Segensgruß. Assalamu alaikum. Friede sei auf Ihnen. Ich freue mich wahnsinnig sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen, Herr Ademi. Vielleicht, bevor wir ins Gespräch einsteigen, für die Personen, die Sie vielleicht noch nicht so kennen, würde ich kurz ein paar Eckdaten einfach zu Ihrer Biografie sagen, damit die Leute, die Sie jetzt zum ersten Mal sehen oder hören, einfach ein bisschen eine Idee von Ihnen haben. Professor Dr. Chefli Ademi ist Volljurist, hat unter anderem studiert an der Universität Bielefeld, an der Bucerius Law School in Hamburg, hat aber auch Zeit verbracht an der Al-Azhar-Universität in Kairo, war einige Jahre lang Justiziar in der Stadt Gütersloh, hat 2011 auch für seine ehrenamtlichen Arbeiten und sein Engagement den Bielefelder Integrationspreis bekommen. Und dann auch ganz spannend hat der Professor Ademi viel Zeit auch im Ausland verbracht. Ganz besonders ist, denke ich, auch das Jahr 2014, wo Sie Visiting Scholar an der Cambridge Universität waren. Der Name ist, glaube ich, vielen in Deutschland noch nicht so viel der Begriff, aber ich denke, Professor Timothy Winter oder sein muslimischer Name Murad Abdul Hakim ist einer der wichtigsten und bekanntesten muslimischen Persönlichkeiten wahrscheinlich in Europa. Und da haben Sie geforscht und gelehrt zum Hintergrund zur islamischen Jurisprudenz und im Hintergrund nationalstaatlicher Verfassungsordnungen. Also ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, da kommen wir heute auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Und im Anschluss auch ganz spannend, haben Sie Zeit verbracht in Amman, in Jordanien, und haben da auch eine Persönlichkeit, die doch sehr bekannt ist und auch ganz große Arbeit geleistet hat, Sheikh Nur Hamim Keller kennengelernt, und haben da unter anderem Usul al-Fiqh und Tasawuf, also was man landläufig mit Sufismus übersetzt, gelernt. Und seit 2018 sind Sie Inhaber der Professur für islamische Normenlehre und Methodologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Also schon mal ein ganz, ganz herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich danke für die Einladung. Ja, bevor wir vielleicht einsteigen in die Thematik, ich möchte kurz sagen, wie ich Sie kennengelernt habe. Ich bin vor einigen Jahren öfter eingeladen worden in Schulen zusammen mit verschiedenen Imamen oder Moscheevorständen in Würzburg oder auch in Nürnberg. Und da war immer so ein bisschen die Problematik an den Schulen, dass man gesagt hat, Religion hat nichts an der Schule verloren. Und da haben Sie im Jahr 2012 in einem Band der Reihe für Osnabrücker Islamstudien, das war, glaube ich, eine Herausgeberschrift von dem Professor Rauf Ceylan, Islam und Diaspora, haben Sie, wie ich finde, einen ganz, 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 ganz wichtigen Artikel geschrieben, der säkulare Rechtsstaat aus muslimischer Perspektive. Und der ist jetzt zwar nicht vielleicht so hoch akademisch geschrieben, aber sehr einfach zugänglich und sehr einfach verständlich. Und ich glaube, ich habe Ihren Artikel schon an die 20 oder 30 Leute weitergegeben. Also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber in unserem Format möchten wir immer ein bisschen die Leute persönlich kennenlernen. Wo kommen sie her und was ist ihr Hintergrund? Und ich habe in dem Flyer zum Gespräch, habe ich von dem Dortmunder Jungen gesprochen, der aus Dortmund kommt. Vielleicht können Sie uns einfach ein bisschen einen Hintergrund geben, aus was für Familienverhältnissen Sie kommen und wie vielleicht auch Ihre Schulzeit war. Ja, das ist eigentlich ein guter Begriff, Dortmunder Junge. So verstehe ich mich im Prinzip. Deswegen bin ich immer irritierter, wenn ich hier eingeladen werde, als Persönlichkeit in Anführungsstrichen, weil ich mich so noch gar nicht selber verstehe. Und wenn ich mitbekomme, wie viele dann wie viel von einem lesen und sich die Auswirkungen ich mir anschaue, dann bin ich doch erschrocken darüber, wie viel Verantwortung wir eigentlich tragen und wie wenig uns davon eigentlich bewusst ist. Das heißt, ich begreife mich immer noch wie ein Dortmunder Junge und bemühe mich jeden Tag darum, mich selber als Professor irgendwie ernst zu nehmen in irgendeiner Form. Aber das ist jetzt mein Schicksal und mit dem muss ich jetzt irgendwie leben. Aber das ist erschreckend zu beobachten, wie stark die Auswirkung eigentlich von dem ist, was man selber leistet. Und in solchen Augenblicken wird das einem erst bewusst, weil man sich selber eigentlich noch gar nicht so versteht im Prinzip. Ja, ich komme aus Dortmund, ich bin in Dortmund geboren, in der Nordstadt. Und wir leben mit meinem Vater jetzt immer noch in der Wohnung, wie wir vor 35 Jahren schon hier eingezogen sind, mitten im Dortmunder Norden. Eigentlich ein Problemviertel in dem Sinn, aber wir sind loyale Nordstädter sozusagen, mein Vater.
er möchte ja auch nicht wegziehen, verständlich aus seiner Perspektive, weil die Moscheen alle in der Nähe sind und er so ein bisschen Beschäftigung hat, seitdem er verwitwet ist, versuche ich täglich nach Dortmund zu pendeln. Habe noch 4 weitere Geschwister, wir sind alles studierte Akademiker. Ich bin der Jüngste von allem, mein Bruder ist der Älteste und dazwischen sind 3 Schwestern von mir und alles im Jahresabstand nur. Das heißt, meine Eltern haben da eine Mordsarbeit geleistet, vor allem mein Vater. Und ich war sozusagen das Valentinstagsgeschenk von meinem Papa und meiner Mama damals am 14. Februar, beziehungsweise umgekehrt auch von meiner Mama und Papa. Ja, sehr süß. Vielleicht eine Frage, die ich immer bekommen habe, die hat jetzt vielleicht ist weniger ernsthaft, aber das ist doch auch eine Frage, die sehr oft wahrscheinlich Ihnen gestellt wird. Im Bereich des Fußballs, sind Sie jetzt Dortmund-Fan oder nicht? Boah, das ist jetzt, da bringen Sie mich jetzt in die Bredouille. Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage heute. Ja, das ist so die Definition der Liebe für mich. Die kann man nicht rational erklären. Das heißt, ich bin durch und durch Dortmunder, aber mit Blick auf Fußball bin ich ein unsympathischer Bayern-Fan, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Okay, da in Bayern werden Sie jetzt sich viele Freunde gemacht haben, aber ich hoffe, ich habe da jetzt kein Problem in Dortmund geführt. Mhm. Also eine Frage, die schon auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, da, wo ich zum Beispiel herkomme, ich habe eine Zeit lang in einem Fußballverein gespielt, wo ich, sagen wir mal, der einzige Deutsch-Deutsche war. Und da hatte ich doch viele türkische, aber auch speziell viele albanische Freunde. Und mir hat es damals schon sehr früh das Herz so ein bisschen zerrissen, weil ich gemerkt habe, wie teilweise ich in der Schule behandelt werde oder auch außerhalb der Schule, wenn es dann auch in die Praktika geht und so. Und dann Freunde von mir, die bisschen einen anderen Hintergrund einfach hatten. Wobei, das war Bayern, ich komme aus dem Dorf, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wie waren so Ihre Erfahrungen, wie Sie so vielleicht in der Schulzeit waren, wie die aufgewachsen sind? War das eher schwierig oder haben Sie das gar nicht so mitbekommen, was jetzt das Thema Diskriminierung zum Beispiel angeht? Ich glaube, zunächst mal muss man differenzieren, klar, in welcher Gegend oder in welcher Umgebung man aufgewachsen ist oder sozialisiert worden ist. Und die Nordstadt ist insgesamt geprägt durch einen großen Anteil an Menschen mit internationaler Geschichte, um den veralteten Begriff der Migrationsgeschichte nicht wieder zu verwenden. Und deswegen ist es erstmal nicht so stark aufgefallen. Aber im Nachhinein, wenn man ex post etwas analysiert, vielleicht war man auch nicht alt genug oder nicht reflektiert genug, um Alltagsdiskriminierung wahrzunehmen. Aber ex post betrachtet gab es immer wieder Momente, wo man schon Diskriminierungserfahrung gesammelt hat, ohne sie zu dem damaligen Zeitpunkt aber in dieser Form reflektiert zu haben. Das fällt einem erst später auf. Das fängt bei alltagsrassistischen Komplimenten an, wenn man zu hören bekommt, also sie sind aber ein ganz besonderer Ausländer. Das kam relativ häufig vor, aber das hat man, wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht als Rassismus oder Diskriminierung in dieser Form wahrgenommen. Und man darf auch nicht unterstellen, dass jeder, der das so in dieser Form formuliert hat, Rassist sei, in Anführungsstrichen, ihm war dieser alltagsrassistische Moment auch nicht bewusst, häufig. Es gibt dann polemische, alltagsrassistische Begegnungen, aber es gibt auch solche, die einfach nur von Interesse geprägt sind und ich glaube, da müssen wir auch streng unterscheiden. Ich versuche mir jetzt gerade so ein bisschen den Jungen, vielleicht so mit 15, 16, den jungen Ademi vorzustellen, wie er in Dortmund aufwächst, ganz normaler Jugendlicher ist. Manche Leute berichten immer davon, dass sie so einen Moment haben, wo sie vielleicht ein intellektuelles Erwachungsmoment haben, wo sie sich plötzlich anfangen, mit politischen Bildungssachen zu interessieren, vielleicht auch mit dem Thema Islam als Teil ihrer eigenen Identität. Gab es so, ich weiß nicht, so ein bestimmtes Jahr, wo sie angefangen haben, vielleicht mehr Literatur zu lesen oder sich mit Dingen tiefer zu beschäftigen? Oder gab es so einen Moment bei Ihnen? Ja, den gab es tatsächlich. Ich habe mein erstes Buch habe ich mit 17,5 Jahren gelesen, beziehungsweise 18 Jahren. Davor habe ich immer gemogelt in der Schule. Das heißt, selbst die Lektüre, die wir eigentlich leisten mussten in der Schule, da habe ich immer das Vorwort gelesen und sozusagen den Schlussteil und habe mir den Rest so zusammengereimt. Aber das erste Buch, was ich selber gelesen habe, also von Anfang bis Ende, war knapp 18 Jahre war ich da. Und da habe ich dann auch die Leidenschaft fürs Lesen entwickelt insgesamt. Mit dem Studium dann kam die religiöse Literatur dazu, aber wir sind zwar relativ religiös sozialisiert worden von meinen Eltern. Meine Eltern selber haben so eine
typische Volksgläubigkeit praktiziert, aber ohne sie von uns zu verlangen. Das, was wir gemacht haben regelmäßig, war Samstag und Sonntag die Moschee aufzusuchen, um Koran lesen zu lernen etc. Aber als reflektierter Muslim kann ich mich ehrlich erst bezeichnen ab dem 6. Februar 2003. Ich kann mich genau daran erinnern, dass das war der Tag, an dem ich angefangen habe, meinen Glauben auch nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Das war der Tag, an dem meine Mutter damals am Herzen operiert wurde. Das war eine sehr einschneidende Situation für mich. Ich hatte mich bis dahin schon eingelesen gehabt in den Glauben, war auch überzeugt vom Inhalt, nur ich hatte noch keine konsequente Frömmigkeit in diesem Sinne. Die fehlt mir bis heute, aber jedenfalls der Versuch war bis dahin noch nicht gewährleistet worden von mir. Und erst mit diesem einschneidenden Erlebnis damals, als meine Mutter notoperiert werden musste, das war der 6. Februar 2003, das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt versuche ich das, was ich am Glauben mir sozusagen theoretisch angeeignet habe, nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Wir bleiben immer unter unseren Erwartungen zurück, aber das war der Moment, wo ich dann mich aufrichtig darum bemüht habe, zumindest meinem Glauben oder meinem Glaubensverständnis bis zu diesem Zeitpunkt gerecht zu werden. Würden Sie dann sagen, dass dieses Entdecken des Glaubens oder das Praktizieren des Glaubens dann auch was damit zu tun hatte, dass Sie ein Stück weit verantwortungsbewusster geworden sind oder ein Stück weit ernsthafter geworden sind, wenn es dann beispielsweise um die Schule auch geht? Ja, insgesamt, also ich war insgesamt als Kind auch schon, hatte ich sehr viel Respekt dem Glauben gegenüber. Das ist uns sozusagen in der Erziehung mitgegeben worden. Ich kann mich noch erinnern, als Kind vor meinen Fußballspielen beispielsweise habe ich immer so die klassischen Suren rezitiert, bevor das Fußballspiel losging. Und damals war ich wirklich immer so 10, 11, 12, aber das war für mich ein notwendiger Bestandteil des Fußballspiels. Das heißt, vor dem Spiel immer die Schutzsuren rezitiert, dann den sogenannten Lichtvers. Das war also schon Teil meiner Sozialisation. Aber die reflektierte Religiosität habe ich erst, wie gesagt, ab dem Studium, so vor allem ab 2003 dann erfahren. Und ab 2003 dann habe ich genauso viel religiöse Literatur gelesen wie eigentlich juristische Literatur. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher aber auch im Rahmen meiner Sozialisation in Dortmund circa 10 Jahre Unterricht bezogen habe bei einem hanefitischen albanischen Gelehrten. Aber da so die Basics sozusagen zu allen Disziplinen, die es gab und vor allem samstags und sonntags. Und er hat dann so die besten seiner Schüler hat er dann ausgewählt und uns hat er dann knapp 2 Jahre lang jeden Tag nach dem Abendgebet bis zum Nachtgebet dann nochmal vertiefte Kenntnisse vermittelt über die islamische Theologie. Ja. Da können Sie sich dann auch sehr glücklich schätzen, dass Sie jemanden in dem unmittelbaren Umfeld eigentlich hatten, der erstens Wissen hatte und sich auch Ihnen angenommen hat. Das ist ja schon was eher Ungewöhnliches heute. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich habe es zwar nicht gemocht am Anfang als Kind, wollte man viel lieber Fußball spielen, das ist klar, aber da hat mich mein Vater bis zu einem gewissen Grad auch genötigt, wenn man das so darf. Der ist da seiner Fürsorgepflicht im Prinzip gerecht geworden. Das ist kein Nötigungstatbestand im strafrechtlichen Sinne, sondern das war erforderlich und ich bin Gott sei Dank im Nachhinein extrem dankbar dafür. Also was ich jetzt so raushöre, dann kommt sie schon aus einer Familie, die, sagen wir mal, wo Bildung ein sehr hohes Gut ist oder sehr, sehr hoch angesehen wird, wenn sich ihr Vater dann so, sagen wir mal, das so sehr bei Ihnen sich drum gekümmert hat. Ja, das Spannende bei uns ist, meine Eltern selber haben nur eine 4-jährige Grundschulausbildung. Das heißt, meine Mutter hat im Prinzip auch Lesen und Schreiben gelernt, während wir zur Schule gegangen sind, damit sie uns so ein bisschen begleiten kann bei unseren Hausaufgaben. Aber das war dann so eine besondere erzieherische Leistung meiner Eltern. Wie die das hinbekommen haben, das können wir uns bis heute nicht erklären, obwohl wir studiert haben alle. Aber diese erzieherische Leistung oder pädagogische Leistung mit einer nur 4-jährigen Grundschulausbildung, die ist schon beeindruckend. Die wird sehr hoch geschätzt bei uns. Meine Eltern, wie gesagt, kommen nicht aus einer Bildungsfamilie, ganz im Gegenteil, sehr bildungsfern. Aber von Anfang an haben die sehr viel auf Bildung gesetzt. Das heißt, das, was sie nicht vermochten, aufgrund finanziellen Mängeln, haben sie versucht, dann bei uns in besonderer Weise zu gewährleisten. Das heißt, für meinen Vater war es wichtiger, dass wir studieren, als dass wir arbeiten. Das war zu seiner Zeit nicht die Norm im Prinzip, sondern die Norm war es in dieser Community, vor allem auch in der albanischen Community, dass man relativ früh arbeitet, um dann die Familie entsprechend finanziell zu stärken. Für meinen Vater war das sekundär. Er wollte insbesondere, dass wir alle studieren und vor allem aber auch meine Schwestern. Das heißt, er hat sich in einer Zeit sozusagen durchgesetzt und die Töchter studieren lassen, auch außerhalb von Dortmund, wo es nicht unbedingt gut gesehen war oder angesehen war, dass das passiert. Aber ihm war das im Prinzip wichtiger, dass wir alle studieren und vor allem auch meine Schwester. Maschallah.
Ja, dann der so ein bisschen der Übergang dann, der ist natürlich auch sehr spannend, weil ich sage mal, Jura zu studieren, macht jetzt auch nicht jeder. Das ist ein sehr spezielles Studium mit sehr speziellen Inhalten. Wie kam es so ein bisschen, dass Sie sich überhaupt dafür interessiert haben oder dann das Studium angefangen haben? War eigentlich eine ganz spontane Entscheidung von mir. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte eigentlich früher Zahnmedizin studieren, weil ich so häufig Zahnschmerzen hatte. Habe ich gedacht, vielleicht kann ich mich dann irgendwie selber behandeln. Habe dann in den ZVS-Bogen geguckt und war gerade dabei, die Bögen auszufüllen. Und mein Bruder hatte damals schon Medizin studiert quasi und er saß sich dann zu mir in der Küche und dann fragte er, was ich da mache. Da sagte ich, ich fülle gerade diese ZVS-Bögen ein, so, um mich irgendwo einzuschreiben. Und dann meinte er, was willst du denn studieren? Und dann sagte ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Zahnmedizin oder sowas. Und dann sagte er, willst du 30 Jahre lang in Münder gucken? Und dann habe ich gemerkt, okay, das war nicht so reflektiert von mir, die Entscheidung. Und da habe ich gesagt, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Dann meinte er, mach mal Jura, du bist ein Schwätzer, das steht dir, das passt zu dir. Und dann habe ich in dem Augenblick einfach Jura angekreuzt, obwohl ich eigentlich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Also man merkt, ich komme nicht aus bildungsnahen Schichten, sondern es war eine ganz spontane Entscheidung. Mittlerweile sage ich göttliche Fügung, wenn man so will, aber das war eher so eine Ad-hoc-Entscheidung mit einem humorvollen Ratschlag von meinem Bruder. Das heißt, das kam eigentlich von ihm im letzten Augenblick. Das heißt, beim Ausfüllen der ZVS-Bögen noch habe ich mich sozusagen umentschieden. Mir war gar nicht bewusst, was ich genau machen will. Und vor allem wie und was da auf mich zukommt. Aber für uns war eigentlich im Prinzip für uns war alle klar, dass wir sowieso unser Abitur machen und dann studieren gehen, weil mein Bruder so unser Leitwolf war. Das heißt, er hat den Weg so für uns geebnet. Und als der dann Abitur gemacht hat und erfolgreich das zugleich und dann angefangen zu studieren, dann war für uns schon klar, dass wir genau denselben Weg gehen sollten. Es war also nie eine Frage, ob ich studiere, sondern immer nur eine Frage, was. Da sind wir unserem Bruder auch sehr dankbar. Das war unser Leitwolf sozusagen. Der große Bruder sozusagen als Vorbild dann. Vielleicht, ich meine, Sie haben das vorhin schon mal so kurz angesprochen, dass Sie dann im Studium eigentlich schon immer genauso viel, wie Sie fürs Studium gelesen haben, auch sich, sagen wir mal, mit islamischen Texten auseinandergesetzt haben. Also ich habe einige Freunde, die Jura studieren und da muss ich ganz ehrlich sagen, die kommen zu nicht so viel anderem. Also die sind ziemlich ausgefüllt mit ihrem Jurastudium. Wie haben Sie das dann zeittechnisch gemanagt? Oder ist Vielleicht haben Sie auch einfach so eine unglaubliche Intelligenz, dass Ihnen das Jurastudium so einfach gefallen ist. Ich weiß es nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Das Jurastudium ist schon ein Disziplinstudium. Das heißt, da muss man sehr viel arbeiten und vor allem seine Zeit auch sehr gut einteilen. Aber ich habe so viel Spaß empfunden an religiöser Literatur zum damaligen Zeitpunkt, dass ich versucht habe, das so einigermaßen zu managen. Auch zum Unverständnis meiner engsten Lernfreunde damals. Das heißt, wir waren eigentlich schon überfordert mit dem Jurastoff, das wir behandeln mussten. Aber ich konnte einfach nicht loslassen. Das heißt, ich habe immer mal zwischendurch trotzdem in religiöse Literatur Texte nachgeschaut oder reingeschlagen und habe mich nicht nur mit Jura befasst, nicht ausschließlich zumindest. Das heißt, ich habe versucht, die Zeit so aufzuteilen, dass ich auch religiöse Literatur neben der juristischen Literatur mir aneignen kann oder mir zumindest anlesen kann. Also haben Sie damals zum Studium, haben Sie damals schon Arabisch gesprochen oder albanische Texte gelesen oder was meinen Sie mit religiöser Literatur vielleicht ein bisschen? Wir sind ja auch schon als Schüler in die albanische Schule geschickt worden. Das heißt, wir konnten schon albanisch lesen und schreiben. Das heißt, auch albanische Literatur spielte da eine Rolle, vor allem was religiöse Texte anbelangt. Aber auch die deutschen islamwissenschaftlichen Texte, die einem in der Universität zur Verfügung standen. Wir waren gesegnet damals in Bielefeld mit einer hervorragenden Bibliothek, auch Jurabibliothek. Und da gab es auch diverse juristische Texte mit Blick auf islamrechtliche Angelegenheiten. Und die Werke habe ich mir dann in besonderer Weise rausgesucht und parallel gelesen, sozusagen neben meinem Examensstoff, den ich dann fürs Jurastudium lernen musste. Das ist eigentlich damit gemeint. Spannend. Und im Studium dann selbst gab es dann, sagen wir mal, auch innerhalb des Islam, also ich kann mir jetzt natürlich gut vorstellen, wenn jemand Jura studiert, dass er sich dann auch speziell für islamisches Recht interessiert. War das bei Ihnen auch so oder kam das Interesse für speziell islamisches Recht erst später bei Ihnen? Kam erst etwas später. Das heißt, auch zu Beginn schon war das Interesse da, weil ich gemerkt habe, ich fange jetzt langsam an, so ein bisschen die Juristerei zu verstehen, aber auch nur ansatzweise. Ob ich sie bis heute verstanden habe, weiß ich nicht. Es ist ein unerschöpfliches Fach geblieben. Die Rechtstheorie und Rechtsphilosophie habe ich eigentlich erst verstanden mit dem Studium des islamischen Rechts, interessanterweise. Also ganz am Anfang habe ich allgemeine Literatur zu religiösen Angelegenheiten gelesen. Erst später, vor allem dann 2008,
Und 2009 habe ich ein besonderes Interesse für das islamische Recht entwickelt. Vor allem mit der Lektüre von Matthias Rohrs Buch Das islamische Recht. Und da war ich so fasziniert davon, dass ein Nicht-Muslim quasi mit so viel Leidenschaft ein Buch schreiben kann über das islamische Recht, was mich ja eigentlich eher betrifft als ihn im persönlichen Leben. Und er hat mich, so, oder die Lektüre dieses Werks hat mich dann in besonderer Weise dazu animiert, da nochmal verschärft zu forschen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt auch Arabisch lernen und mir die Texte aus primär arabischen Quellen erschließen, weil ich bis dahin nur Arabisch schreiben und lesen konnte. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich auch mal im Ausland, in den islamischen Kernländern sozusagen, mir versuchen, islamrechtliche Werke aus Primärquellen zu erschließen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann nach Ägypten ging später oder auch nach Jordanien. Oh, sehr spannend, sehr spannend. Vielleicht, dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann. Also Sie haben dann, hatten Sie, wie Sie dann nach Ägypten gegangen sind, waren Sie dann schon promoviert oder kam das erst später? Nee, ich war da schon komplett promoviert. Ich hatte auch schon in Gütersloh gearbeitet. Das heißt, ich habe direkt nach meiner Promotion, da war ich 29, habe ich eine sehr lukrative Stelle schon bekommen in Gütersloh im Rechtsamt, also im Fachbereich Recht der Stadt Gütersloh. Und da direkt auch schon als stellvertretender Fachbereichsleiter. Und das war eine sehr, sehr angenehme Stelle. Aber zum gleichen Zeitpunkt war mir auch schon klar, dass ich in der islamischen Jurisprudenz mich nochmal vertiefen will. Und deswegen war viel die Entscheidung einem umso schwieriger, hier nochmal von Null anzufangen, obwohl eigentlich schon einem die Türen, die lukrativen Türen offen standen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich eigentlich das beruflich überflüssige Islamrechtsstudium, dass das später meine eigentliche Berufung sein wird. Das weiß man zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ich habe es wirklich gemacht aus Überzeugung, aus reiner Überzeugung. Ich wollte den islamrechtlichen Werken versuchen, zumindest ansatzweise aus Primärquellen gerecht zu werden. Und deswegen habe ich mich trotzdem entschieden, also obwohl ich eigentlich sehr zufrieden war in Gütersloh mit der Justiziarstelle, dass ich mich nochmal in der islamischen Rechtswissenschaft vertiefen will. Und deswegen bin ich dann erst nach Gütersloh sozusagen, nachdem ich schon promovierter Volljurist war, nochmal nach Ägypten gereist und habe dann quasi wieder von Null angefangen, wenn man so will. Also das ist schon auch was. Also natürlich kann man da nicht pauschalisieren. Das ist bei jedem sehr individuell. Aber meine Erfahrung ist es schon auch wenn ich mich selber anschaue, wenn man dann ein Studium beendet oder irgendein Zertifikat abschließt oder eine Ausbildung fertig macht, dass das dann schon auch was mit dem eigenen Ego macht. So, ich bin jetzt jemand, ich bin jetzt Meister, ich bin jetzt Bachelor, ich bin Master, ich bin promoviert. Und dann ist es schon auch keine einfache Sache, dann zu sagen, als Doktor sich wo reinzusetzen und zu sagen, ich fange jetzt von neu an. Also das ist Ihnen schon auch sehr hoch anzurechnen. Und ich glaube nicht, dass so viele Leute dazu in der Lage sind oder diesen Weg gehen wollen. Also wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Das heißt, ich bin immer noch nicht. Ich habe immer noch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich echt überzeugt und entschlossen. Und es sind so einige Momente, auf die man dann stolz ist. Das ist einer dieser wenigen Momente, auf die ich dann stolz bin. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich gar nicht. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das schon keine leichte Entscheidung. Für mich aus Überzeugung eigentlich schon im Prinzip, weil ich wusste, ich will das machen. Und dann habe ich es auch durchgezogen. Aber dass das dann meine eigentliche Berufung wird, das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Weil ich ja eigentlich schon, wie gesagt, promovierter Volljurist war und mir die Türen, also die Berufswelt eigentlich schon offen stand insgesamt. Also Sie haben in einem Ihrer Vorträge was das sehr, also sehr interessant beschrieben. Da haben Sie gesagt, Sie haben, wie Sie angefangen haben, gerade Rechtstexte in der islamischen Tradition zu lesen, dass manchmal diese intellektuelle Tiefe in den Texten Sie so derart berührt hat, dass Sie manchmal sogar Tränen bekommen haben. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen eine Einsicht geben, was Sie damit meinen, was Sie mit dieser intellektuellen Tiefe meinen oder was so ein bisschen das ist, was Sie so unglaublich beeindruckt oder fasziniert hat innerhalb der islamischen Tradition. Da müssen wir jetzt, glaube ich, eine eigene Session für aufmachen. Das heißt, also das passiert mir immer noch, immer häufiger sogar, dass ich wegen einer gewissen intellektuellen Tiefe, die ich beobachte, dass man da gerührt ist. Das habe ich vorher so in dieser Form auch noch nicht erfahren, aber man lernt auch bekanntlich nie aus. Das sind dann so, wie gesagt, ich hab versucht gerade deutlich zu machen, dass mir die Rechtstheorie insgesamt und die Rechtsphilosophie insgesamt erst oder die Juristerei, wenn man das mal verallgemeinern will, erst in ihrer Tiefe deutlich wurde, als ich mich mit der islamischen Rechtswissenschaft beschäftigt habe. Und dies liegt schlicht und ergreifend daran, dass die islamische Rechtswissenschaft oder damit man Jurist wird in der islamischen Rechtswissenschaft, ist es
unerlässlich, dass man die Rechtstheorie und die Rechtsphilosophie beherrscht, in der islamischen Jurisprudenz genannt Usul el-Fiqh und nicht nur Furu' el-Fiqh als Rechtszweiglehre. Die deutsche Juristenausbildung sieht so aus, dass man im Prinzip zum Schluss mit Texten, mit Gesetzestexten umgehen kann. Aber zu den eigentlichen Pflichtfächern, faktisch, theoretisch, gesetzlich sind solche Fächer als Pflichtfächer zwar vorgesehen, aber in der Faktizität, also im Studium selber, sind das eigentlich nur Wahlfächer, wenn man das so streng beobachtet. Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, das muss man eigentlich nicht belegen, sondern man muss vor allem juristische Methodenlehre beherrschen. Das ist dann der souveräne Umgang mit Gesetzestexten. Aber man weiß nicht genau, warum dieses Recht eigentlich richtig ist, in Anführungsstrichen. Und diese Sensibilisierung für die Rechtstheorie und für Rechtsphilosophie, für die Richtigkeit des Rechts, um das so zu formulieren, das wurde mir erst mit der islamischen Rechtswissenschaft in besonderer Weise bewusst. Und das hat mir dann nochmal einen Blick geöffnet für die Rechtswissenschaft im kulturübergreifenden Sinne. Mit intellektueller Tiefe meine ich, wie gesagt, so Momente, wo ich das Gefühl habe, die waren ihrer Zeit krass voraus. Und da gibt es wirklich zahlreiche Momente, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen könnte, allein schon bei dem Rechtsbegriff und bei dem Supererogationsbegriff. Die kennen wir aus der islamischen Rechtswissenschaft, das ist der Ahkam al-Khamsa. Das heißt, das Ergebnis, das Produkt der Rechtswissenschaft ist eigentlich das Recht sozusagen oder die Rechtsnorm. Und der Rechtsnormbegriff wird heute in der analytischen Rechtstheorie, erst auch seit neuestem im Prinzip, in der Gegenwart in der analytischen Rechtstheorie definiert als Norm, die ein Tun oder Unterlassen verlangt. Und dieses Tun oder Unterlassen oder diese Norm hat vor allem drei Sphären. Einmal Verhaltensregeln, Verhaltensnorm, Sanktionsnorm und Konditionalbestimmung. Das heißt, diese Norm gibt ein Verhalten vor oder bewertet ein Verhalten und verknüpft dieses Verhalten dann mit einer Sanktion. Und damit es zu einer Sanktion kommen kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist dann diese Dreiteilung des typischen Rechtsnormbegriffs, wie ihn die analytische Rechtstheorie vor allem beschreibt, nämlich Verhaltensnormen, Sanktionsnormen und Konditionalbestimmung. Und dann lese ich aus Texten aus dem 12. und 11. Jahrhundert von Imam al-Razali zum Beispiel, al-Qarafi, die den Hukum definieren, also die juristische Norm, die Rechtsnorm definieren mit Ritabullah al-Mutallaq bi-af'al al-Mukallafin bil-Iqtida wa-Takhir wal-Wada. Das ist im Prinzip übersetzt die adressierte Rede des Normgebers mit Blick auf Handlungen des Rechtssubjekts hinsichtlich Aufforderung, etwas zu tun oder zu unterlassen, Wahlfreiheit und Konditionalbestimmung. Das heißt, der Rechtsnormbegriff der islamischen Rechtswissenschaft ist seit jeher geprägt durch diese drei Sphären, nämlich Verhaltensnormen, Sanktionsnormen und Konditionalbestimmungen. Und das sind dann so Parallelen, wo man als Jurist einfach aufgeht, wo man als Jurist einfach nur, wie soll ich sagen, eine große Wertschätzung in dem Augenblick empfindet. Also es gibt ja in der Scholastik, das ist ja auch wieder ein interessantes Thema, in einigen Ihrer Vorträgen gehen Sie ja auch darauf ein, so dieses Universitätssystem, wo das herkommt oder dieser Idee des Bachelors, des Masters, des Doktor überhaupt, das ist ja sehr stark aus der islamischen Tradition kommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Buch von George Magdisi, das Sie dann immer erwähnen, The Rise of Colleges. Ich halte es mal kurz in die Kamera für diejenigen, die ihn nicht kennen. Unglaublich beeindruckendes Buch, auch wieder von jemandem geschrieben, der zwar Islamwissenschaftler ist, aber selber kein Muslim. Und in der Scholastik war es ja in Europa so, also da bin ich jetzt gleich gespannt, was Ihre Meinung zu ist. In der Scholastik in Europa war es ja oft so, dass es so in den Geisteswissenschaften, weil dem traditionellen Verständnis der Geisteswissenschaften, im Englischen sagt man, glaube ich, Liberal Arts Education so ein bisschen dazu, dass es ja für die Gesellschaft eigentlich drei Personen gab, die für die, ja, das Heil oder die Gesundheit der Gesellschaft zuständig waren. Das war der Theologe, der immer ein bisschen zuständig war für die, eigentlich, ja, die Gesundheit der Seele. Das war der Anwalt oder der Richter, der für die Gesundheit der Gesellschaft ein bisschen verantwortlich war und dann der Arzt selbst für die Gesundheit des Körpers. Ich bin da jetzt wirklich kein Experte des islamischen Rechts, aber ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass das islamische Recht, der Scharia, Usul al-Fiqh, ganz eng auch mit, ich meine, im Endeffekt ist ja die Methodologie, wie man Normativität aus den islamischen Quellen bekommt. Also dass eigentlich der Richter, der Anwalt, gleichzeitig eigentlich auch immer ein Theologe ein Stück weit ist. Würden Sie sagen, dass deswegen eigentlich in der islamischen Welt dieses Bewusstsein für die Gesundheit der individuellen Seele auch immer ganz eng verknüpft war mit der Gesundheit der Gesellschaft? Oder ist das eine Brücke, die sich schlecht bauen lässt?
Ja, das kann man schon so sagen, weil der islamische Heilsweg, also die Scharia als islamischer Heilsweg und nicht als irgendein drakonisches Rechtssystem, sondern Scharia ist im Prinzip der islamische Heilsweg, der durch drei große Sphären gekennzeichnet wird. Das heißt, durch die Sphäre des Iman, die Glaubensgewissheiten, dann die Sphäre des Ihsan, der moralischen Vervollkommnung und schließlich die Sphäre des Islam, kleingeschrieben, also handlungsorientierte Hingabe zu Gott. Und aus diesen drei Sphären bestehend, mussten oder waren muslimische Persönlichkeiten oder gelehrsame Persönlichkeiten von Anfang an schon damit beschäftigt, diesen drei großen Glaubenssphären im Verständnisprozess gerecht zu werden. Weil nach dem Ableben des Propheten gab es keine Person mehr, die unmittelbar inspiriert war von Gott, die einem über diesen islamischen Heilsweg aufklären konnte. Und dafür hat der Prophet schon zu seinen Lebzeiten sensibilisiert und eine gewisse methodologische Grundlage geschaffen, wie ein solcher Verständnisprozess nach dem Ableben des Propheten dann aussehen kann, im Blick auf diese drei typischen Heilssphären des Islam. Und nach seinem Ableben hat sich dann eine gewisse Systematisierung etabliert, mit Blick auf planmäßige Denkverfahren hinsichtlich des Verständnisprozesses dieser drei Sphären. Zum Beispiel Iman-Angelegenheiten, das heißt, an Gott zu glauben, seine Eigenschaften etc. Dieser Verständnisprozess, der dann durch Menschen geleistet worden ist, die klar kundig waren, aber menschlich und fehlbar. Und deswegen waren sie von Verständnisprozessen angewiesen. Und dieser Verständnisprozess des Iman hat sich dann im Ilmul Kalam, also in der Theologie im engeren Sinne etabliert. Die Iman-Angelegenheit, also all die Angelegenheiten, die moralische Vervollkommnung zum Ziel hatten, hat sich wissenschaftlich systematisiert in der Wissenschaft der Ethik des guten Benehmens, Ilmul Akhlaq, Ilmul Adab oder Tasawuf. Und Islam, kleingeschrieben im handlungsorientierten Sinne, diese Disziplin hat sich dann systematisiert als Verständnisprozess im Ilmul Fiqh. Das ist die islamische Rechtswissenschaft als typische Handlungswissenschaft im kulturübergreifenden Sinne. Und vor diesem Hintergrund der Verständnisprozesse, die dann Menschen leisten, die aber vom Propheten in erster Linie autorisiert worden sind in der ersten Generation. Das ist dann das, was den islamischen Heilsweg eigentlich bis heute auszeichnet. Und die Informationen und das Wissen nahm zu. Und deswegen musste das Ganze auch kanalisiert und gebündelt werden und systematisiert worden. Und das ist das, was die im Prinzip geleistet haben. Das große Problem, womit wir heute konfrontiert sehen, ist vor allem, dass uns häufig ein Stück Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit fehlt, weil wir diese Expertise häufig nicht in dieser Form gewährleisten, wie sie eigentlich in der Tradition üblich war. Um das mal ganz kurz deutlich zu machen, als der Prophet starb, Friede sei mit ihm, gab es bis zu 100.000 Gefährten. Es gab aber auch Sünder unter ihnen, schlechte und unkluge, um nicht dumm zu sagen. Und er hat sich nur die Besten von ihnen ausgesucht und sie autorisiert, das gesunde Islamverständnis, das ausgewogene Islamverständnis weiter zu tradieren. Einer von ihnen war zum Beispiel Ali, einer der Gefährten des Propheten. Und Ali hatte seine Schülerschaft und er hat sich die Besten von ihnen ausgesucht. Einer der besten Schüler von Ali war Al-Qamah. Al-Qamah hatte seine Schülerschaft. Einer der besten Schüler von Al-Qamah war Ibrahim al-Nakhai. Er hatte seine Schülerschaft. Einer seiner besten Schüler war Hamad ibn Abi Sulaiman. Er hatte seine Schüler. Einer seiner besten Schüler war Abu Hanifa. Abu Hanifa ist sozusagen der Gründer einer der größten Rechtsschulen gegenwärtig. Und alle Rechtsschulen im Prinzip im Islam können über so eine Gelehrsamkeitskette zurückgreifen. Und diese Gelehrsamkeitskette gewährleistet Glaubwürdigkeit als Person und Glaubhaftigkeit in den Lehraussagen, weil sie widerspruchsfrei und nachvollziehbar sind. Und deswegen findet in der islamischen Rechtswissenschaft und der islamischen Wissenschaftstradition immer ein Wettlauf um Plausibilität statt. Und das zeigt sich, wenn man diese frühen Werke liest, die wirklich Lichtjahre entfernt sind vom Niveau her von Werken, wie wir sie heute leider häufig lesen müssen über den Islam und die islamische Theologie. Ja, Sie haben auch in einer Ihrer Vorträge, also Ihre Vorträge sind, bin ich ein riesiger Fan davon, haben Sie das auch mal wunderschön angesprochen. Im Endeffekt, was Sie jetzt besprochen haben, ist ja auch das System des Ijaza, also das eigentlich der Lehrerlaubnis, die wir heute auch wenn man Doktor ist, dann bekommt man auch seine Dozere, seine Lehrerlaubnis im selben Sinne. Und was ich da so ganz, eigentlich so ein Schlüssel ist für die heutige Problematik ist, natürlich, wenn man sich jetzt modernistische Strömungen anschaut, wenn man sich den wahhabistischen Einfluss anschaut, dass dann genau diese Ijaza oder dieses Lernen von einem Lehrer, von einem Lehrer, von einem Lehrer, von einem Lehrer, dass das eigentlich völlig fehlt. Das ist eigentlich, Sie haben das, glaube ich, mal mit Sheikh Google wird es dann ausgetauscht und man hat überhaupt keine Beziehung mehr zu Personen, man lernt es überhaupt nicht mehr richtig. Haben Sie das Gefühl, dass da heute in unserer Gesellschaft ein bisschen eine Bewusstseinsveränderung stattfindet, oder sehen Sie das immer noch als einer der zentralen Probleme heute? Ja, also das Problem mit dieser im Prinzip leeren Aussage zurück zu den Texten,
und weg von den Rechtsschulen. Das halte ich für eine geistesgeschichtliche Demenz. Das ist für mich also reif für die Psychiatrie im Prinzip im wissenschaftlichen Sinne. Weil die Tradition, die lebendige Tradition gerade gewährleistet wird durch diese Schülermeisterverhältnisse. Und nur durch diese Schülermeisterverhältnisse oder heute auch die Verhältnisse im universitären Betrieb, sie gewährleisten eine gewisse Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit. Und das sind die zwei Schlüsselelemente für das Weitertradieren eines Glaubensverständnisses. Das Problem, was ich heute beobachte, ist, Extremisten gab es eigentlich schon immer in der Zeit. Mit dem Unterschied aber, dass früher die gelehrsame Welt auf Champions League Niveau war. Also sie war sozusagen der FC Barcelona ihrer Zeit. Und die Extremisten waren ein Kreisligist, also ein C-Ligist sozusagen, Kreisliga C. Man hat sie also nie ernst genommen in dieser Hinsicht. Warum sie heute so viel Zulauf haben oder warum sie heute konkurrenzfähig wirken, liegt nicht daran, dass die Extremisten schlauer geworden sind. Sie sind immer schon gleich primitiv gewesen in ihren Lesarten. Der Grund, warum sie heute so konkurrenzfähig wirken, liegt schlicht und ergreifend häufig darin, dass unser Wissen abgenommen hat. Wir sind also quasi von der Champions League so mehr oder weniger immer steiler abgestiegen. Und deswegen wirken so oberflächliche Gruppierungen heute erst konkurrenzfähig. Und das, was wir wieder brauchen, ist Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit durch Qual. Wir müssen es wieder lernen, uns quälen zu können im Studium. Sagte ich auch meinen Jurastudenten früher immer, Qualität kommt von Quälen. Wer sich nicht quälen kann, wird nicht erfolgreich sein. Aber quälen im positiven Sinne. Und das, was wir brauchen, ist wieder mehr Disziplin, weniger Anmaßung. Das ist leider sehr stark verbreitet. Auch mein Beitrag heute hier bei Ihnen, es ist eigentlich im Prinzip der Krise der muslimischen Community, dass ich heute als Persönlichkeit hier wahrgenommen werde. Das zeigt eigentlich, dass wir uns in einer Krise befinden, in dieser Hinsicht zumindest. Es ist, glaube ich, in keiner Glaubensgemeinschaft einfacher, als da durchzugehen, als in einer muslimischen Glaubensgemeinschaft. Ein guter Vortrag, ein schönes Gedicht von einem 18- oder 19-Jährigen und schon wird er hofiert. Dabei kann der 18- oder 19-Jährige selber damit nicht umgehen. Das heißt, er denkt irgendwann selber, er weiß was. Und das ist das große Problem, was wir heute eigentlich haben. Wir haben ganz viel Anmaßung und wenig Selbstkritik. Und da müssen wir wieder anfangen, uns intensiver umzukümmern. Einer Ihrer Lieblingsanalogien oder ich glaube, das war eine persönliche Geschichte von Ihnen, die hat sich mir ins Herz gebrannt. Da ist, glaube ich, einer Ihrer Kollegen, der Sie anspricht, kannst du mir mal bitte die Scharia als Buch oder PDF-Datei rüberschicken? Und Sie antworten dann, so viel Speicherkapazität hast du überhaupt nicht auf deinem Computer, weil eigentlich die Scharia alles ist, was jemals über den Islam so ein bisschen geschrieben worden ist. Ich glaube, das ist vor allem was, wo speziell für Nicht-Muslime ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen ist. Im Endeffekt geht es ja, ich meine, Thomas Bauer in seinem bekannten Buch Kultur der Ambiguität hat es ja schön dargestellt und Sie haben das auch in Ihren Vorträgen, da sprechen Sie immer über die Vielfalt der islamischen Traditionen, die eigentlich zur Bescheidenheit führen müsste, weil die Vielfalt und die Tiefe, mit der über Themen gesprochen worden ist, so tief ist, so vielfältig ist, dass eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt, eigentlich sofort erstmal realisiert, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen im Anfang sind, vielleicht auch muslimische Studenten, die beginnen wollen, sich damit auseinanderzusetzen, weil, also es ist auch persönlich meine Erfahrung manchmal, dass man das Gefühl hat, das ist so viel, wie soll ich da jemals ein Verständnis für bekommen? Mhm. Können Sie da so ein paar Tipps geben, wenn man sich mit der islamischen Tradition beschäftigt, vielleicht was so ein bisschen ein Weg ist, der einen nicht in die Verwirrung führt oder auch nicht einen in das Gefühl gibt, in die Ohnmächtigkeit? Ja, zunächst einmal brauche ich eine Person meines Vertrauens. Das heißt, sich selber autodidaktisch zu bilden, das kann gefährlich werden insgesamt. Das gilt für alle Bereiche und vor allem aber auch für die islamische Theologie. Das heißt, ich brauche erstmal eine Persönlichkeit meines Vertrauens, von der ich weiß, dass er dieses Fach systematisch studiert hat. Und nachdem man eine Persönlichkeit seines Vertrauens hat, dann kann man sich leiten lassen, dann kann man sich Literatur geben lassen etc. Wenn man dann einen Entwicklungsgrad genommen hat, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt ein bisschen weiter, dann kann man sich weitere Persönlichkeiten empfehlen lassen, von denen man wieder profitieren kann. Und sozusagen angeleitet dann autodidaktisch sich weiterbildet. Aber zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, was will ich eigentlich werden? Wenn ich Theologe werden will, dann muss ich das systematisch studieren. Wenn ich aber kein Theologe werden will insgesamt und auch nicht die Zeit dann dafür aufbringen kann, dann darf ich auch nicht von mir verlangen, dass ich dann trotzdem mir theologische Urteile anmaßen kann. Das ist im Prinzip für alle Fächer eine Selbstverständlichkeit, aber leider für die islamische Theologie immer noch nicht. Wenn ich beispielsweise ein rechtliches Problem habe,
dann stehen mir alle rechtlichen Texte zur Verfügung. Ich kann in alle Läden rein und mir alle Gesetzestexte kaufen. Aber ich würde mir niemals anmaßen, mich selber vor Gericht zu vertreten, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich verfüge nicht über eine Rechtsanwaltszulassung und über die verfüge ich nur, wenn ich erfolgreich Jura studiert habe. Wenn ich Bauchschmerzen habe beispielsweise, dann kann ich googeln Bauchschmerzen und ich kriege 1 Million Ergebnisse und ich kann mir alle medizinischen Texte durchlesen, aber ich würde mir niemals anmaßen, mich selber zu behandeln, weil ich genau weiß, ich verfüge nicht über die Approbation, ich verfüge nicht über die entsprechende Zertifizierung. Ich vertraue mir selber also nicht, deswegen gehe ich zum Arzt. Wenn ich aber jetzt eine islamische theologische Fragestellung habe und dann google und ein paar Ergebnisse herausfinde, dann maße ich mir sofort an, ein Urteil fällen zu dürfen. Und das ist ein Unding und hier müssen wir wieder sensibilisieren dafür, dass es auch für die Theologie einer Expertise bedarf. Nicht jeder muss zu allem etwas sagen. Wie sagt das Imam al-Razali so schön? Wenn diejenigen schweigen würden, die nicht wissen, gäbe es weniger Konflikte unter den Menschen. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Das heißt, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, das ist ganz gesund. Das ist also, es ist kein Beinbruch. Also ich meine, es gibt ja die ganz bekannte Geschichte von Imam Malik, wie jemand kommt aus dem Irak weit, weit weg, stellt ihm 40 Fragen und er sagt bei 34, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, vielleicht können Sie mir da ein bisschen einen Einblick auch gewähren. Auch für Sie als Professor ist es natürlich dann auch nicht einfach, wenn dann Stiftungen, vielleicht sogar der deutsche Staat an Sie hinkommt und fragt, wie ist es denn jetzt? Ist es so und so? Und ich kann mir dann vorstellen, dass Sie dann oft sagen, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber dann zu sagen, ich weiß es nicht, ist natürlich auch was sehr, sehr Schwieriges sehr oft. Ja, es gibt so ein Unwort überhaupt, mit welchem man häufig konfrontiert wird jetzt, in meinem Fall Islamprofessor zum Beispiel. Nein, ich bin kein Islamprofessor. Der Islam hat ganz viele Zweige. Der hat juristische Zweige, theologische Zweige im engeren Sinne, der hat exegetische Zweige, der hat geschichtswissenschaftliche Zweige. Oder es ist dasselbe Problem, wenn man sagt, den Islam reformieren, das ist auch ein Unding. Weil sich immer die Frage stellen wird, in welchem konkreten Bereich in der islamischen Wissenschaftstradition will man innovative Momente entwickeln. Und dieses Unwort, also Islam-Professor, damit habe ich ja schon mein Unbehagen, weil es ganz viele Missverständnisse sozusagen enthält. Und nicht nur als jemand mit muslimischem Hintergrund, der sich jetzt in der islamischen Rechtswissenschaft betätigt, weil ich bin Wissenschaftler, ich bin also kein Faqih, kein klassischer Gelehrter in dem Sinne, sondern das, was ich mache, ist Wissenschaft und ich betreibe diese Wissenschaft als Muslim im Rahmen der islamischen Rechtswissenschaft. Wenn man dann eingeladen wird zu konkreten islamrechtlichen Themen, ist es ja okay. Aber wenn man das Gefühl hat, der Islam-Erklärer sein zu müssen, für alle möglichen Angelegenheiten, dann wird das problematisch. Ich freue mich immer mehr, wenn wir als Fachexperten auch eingeladen werden und nicht nur zwingend jetzt als Quotenmigranten, um das mal so zu formulieren, sondern immer mehr mache ich auch die Beobachtung, dass wir auch zu verfassungsrechtlichen Themen eingeladen werden oder zu Religion und Säkularität insgesamt, jetzt nicht nur mit Blick auf islamische Angelegenheiten. Und das halte ich für einen positiven Impuls, für einen positiven Beitrag, wenn man uns mittlerweile auch als muslimische Wissenschaftler ernst nimmt in Fachbereiche, wo man uns vorher also nicht wirklich gefragt hat oder häufig ignoriert hat. Jetzt immer mehr aber auch angefragt wird und das halte ich für sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv. Ich meine, ich hatte das mal ganz zu Beginn ganz kurz angesprochen, wie ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden bin und es war nicht nur jetzt in der Schule, sondern ich hatte das tatsächlich auch die Erfahrung innerhalb der Universität mit einer Professor, ich sage jetzt da keinen Namen, aber mit einer Professor der Didaktik, da ging es dann um englische Didaktik in der Oberstufe und so weiter und da werden dann auch so Themen wie 9-11 natürlich im englischen Schulbuch, Green Line, wer das noch kennt, bespricht. Das heißt, es kommt sofort auch geopolitische, manche religiöse Texte dann auch mit ins Schulbuch ab der 9. Klasse mit rein. Und ich fand das dann sehr spannend, weil doch die Erfahrung ist, dass gerade Schüler mit muslimischem Hintergrund natürlich dann ein bisschen eine andere Perspektive in den Unterricht mit reinbringen wollen. Und das dann sehr oft abgeblockt wird, weil gesagt hat, was hat jetzt dein religiöser Standpunkt hier überhaupt verloren? Und ich bin selber wirklich also zutiefst schockiert, dass selbst Akademiker, Doktoren, Professoren diese Einstellung haben, dass deutsche Säkularität bedeutet eigentlich eine Art von Laizismus im französischen Stil. Dass also Religion überhaupt nicht geduldet wird im öffentlichen Raum, obwohl es ja eigentlich überhaupt nicht der Fall ist.
Sie haben da nämlich diesen, das war anfangs der Artikel, den ich von Ihnen angesprochen habe, den Sie darüber geschrieben haben. Da gehen Sie auf ganz viele Aspekte ein. Ein Aspekt, den hätte ich sehr gerne gelesen, aber den kennen Sie wahrscheinlich schon. Oder da geht es nämlich darum, das oberste Bildungsziel der Bayerischen Verfassung. Haben Sie das schon mal gehört? Mhm. Nee. Das oberste Bildungsziel der Bayerischen Verfassung ist Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor Würde des Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, das oberste bayerische Bildungsziel ist die Ehrfurcht vor Gott. Also steht da tatsächlich drin. Artikel 131, Paragraph 2. Auch wenn man natürlich ins Grundgesetz schaut, Artikel 7, Paragraph 2 und 3, das einzige Schulfach deutschlandweit, das im Grundgesetz steht, ist der Religionsunterricht. Vielleicht können Sie noch einen kleinen Einblick geben, weil das ist schon auch ein Thema, das Sie oft ansprechen, wie besonders eigentlich der deutsche Rechtsstaat ist im Umgang mit Religion, was da vielleicht so die grundsätzlichen Unterschiede sind mit anderen Verfassungen oder Grundgesetzen. Also ich glaube, das sind so zwei typische Dauerthemen. Einmal die Islamdebatte. Und da hat man das Gefühl, dass es mehr Experten als Muslime gibt. Und dann einmal die Verfassungsdebatte. Da hat man das Gefühl, dass es mehr Verfassungsrechtler als Bürger in diesem Land gibt. Das sind so die zwei typischen Themenfelder, über die sich alle auslassen in irgendeiner Form. Und unsere Verfassung oder die Verfassungsordnung als säkulare Verfassungsordnung versteht sich eben nicht als laizistische, im Sinne einer strikten Trennung zwischen Staat und Religion, wo Religion also wirklich Privatsache ist, und versteht sich auch nicht als Säkularismus im Sinne einer Ideologie. Sondern säkulare Rechtsstaatlichkeit meint im Prinzip eine respektvolle Nicht-Identifikation des Staates mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Und respektvoll ist ein ethischer Wert. Aber diesen ethischen Wert leitet der Staat aus der Verfassung ab, also verfassungsimmanent ab. Denn er distanziert sich von den Religionen nicht argwöhnisch oder kritisch, sondern wohlwollend. Er verpflichtet sich sozusagen, alle Religionsgemeinschaften gleichberechtigt zu behandeln. So die Verfassung. Da es in der Praxis immer Defizite gibt und geben wird, das ist klar. Aber mit Blick auf die Verfassung haben wir ein normatives Korrektiv. Sie sagt uns, wohin wir eigentlich sollen. Deswegen gibt es immer Kooperationsfelder zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Staat. Und nicht von ungefähr. Ich habe jetzt ganz viele Diskussionen auch gehabt, beziehungsweise Gespräche führen dürfen, auch mit großen islamischen Persönlichkeiten in den islamischen Kernländern, die diese Differenzierung vorher auch nicht kannten, mit Blick auf den säkularen Rechtsstaat, wie er in Deutschland vor allem verbrieft ist. Und die Reaktionen waren immer gleich, immer eine Wertschätzung, immer ein Aha-Effekt, weil sie gedacht haben, häufig, dass Säkularität eigentlich Laizismus oder Säkularismus bedeutet, aber das ist gerade nicht der Fall, sondern säkularer Rechtsstaat, nach deutschem verfassungsrechtlichem Verständnis meint die respektvolle Nicht-Identifikation des Staates mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Und er verpflichtet sich, alle gleichberechtigt zu fördern und sich nicht gleichberechtigt zu distanzieren. Das ist ein wichtiger Moment innerhalb des deutschen Verfassungsrechts. Wenn Sie das zum Thema machen, ich meine, Sie sprechen ja häufig über solche Themen, geben viele Vorträge, ist es dann oft, dass die Leute nach den Vorträgen vielleicht auf Sie zukommen, jetzt gerade vielleicht Leute mit nicht-muslimischen, aber vielleicht auch Muslime auf Sie zukommen und sagen, das habe ich wirklich nie so verstanden, das habe ich nie so gewusst, dass das so ein großer Aha-Effekt ist, oder haben Sie das Gefühl, dass die Leute sich schon auch so ein Stück weit auch mit dem Rechtsbegriff in Deutschland auseinandersetzen? Nee, das ist ein überall zu beobachtendes Phänomen, dass sich viele Laien, die sich auslasten mit Blick auf bestimmte Themen, eigentlich nicht fundiert darüber auslassen, auch keine fundierten Meinungen haben, weil glauben, die Meinung sei fundiert. Und das finden wir unter Muslimen, wenn sie über islamrechtliche Themen gefragt werden. Solange man kein Islamrechtler ist und kein Theologe ist, dann hat man auch keine fundierte Meinung. Aber man erwartet immer eine, quasi, warum, weil man Muslim sei. Dasselbe verhält sich auch mit Blick auf die Verfassung. Das ist, man ist zwar Bürger in diesem Land und lebt größtenteils auf verfassungskonform. Form. Aber wir müssen nicht erklären können, warum wir verfassungskonform leben, weil wir keine Verfassungsrechtler sind. Das ist also ein Unding, einen Laien zu fragen, das passiert leider häufig mit Blick auf Muslime, dass sie so gewissermaßen die Schuld tragen, auch erklären zu müssen, ob sie jetzt wirklich verfassungskonform handeln oder nicht. Nein, das müssen sie nicht, sie sind keine Verfassungsrechtler. Die meisten handeln verfassungskonform, ohne es zu wissen. Und das reicht auch aus, weil man kein Verfassungsrechtler ist. Erst wenn ich Verfassungsrechtler bin, kann ich auch differenzierte Aussagen darüber machen, warum ich mich verfassungskonform verhalte. Also das ist ein Problem der Anmaßung, so wie ich es beschreibe. Das heißt, ganz viele maßen sich ganz viele Meinungen zu Themen an, über die sie eigentlich keine fundierte Kenntnisse haben. Wenn wir schon bei dem Thema der Anmaßung sind, ist es, glaube ich, einer der ganz großen Anmaßungen, wenn man dann, ich glaube auch innerhalb der Moscheen oder eigentlich überall, plötzlich hört man davon,
das ist halal, das ist haram, das ist halal, das ist haram, wo ich mir denke, hey, woher willst du das überhaupt wissen? Also, es gibt mit Blick auf jetzt die Verfassung und das geschriebene Verfassungsrecht beobachten wir leider die Sorge, dass unser geschriebenes Verfassungsrecht immer weiter auseinanderklafft mit einer gewissen Mentalität eines großen Teils der Bevölkerung. Das heißt, man ist sich der Verfassungswerte eigentlich gar nicht im Detail bewusst. Und deswegen leben wir eigentlich im Prinzip eine faktische Verfassungskonformität. Aber wir sind nicht sensibilisiert für Verfassungswerte. Das, was wir für die Zukunft brauchen, ist eine Affinität für Verfassungswerte. Das heißt, ich muss darüber reflektieren, warum Verfassungswerte in dieser Form eigentlich richtig sind. Und das fehlt häufig in der Bevölkerung, zwar in einem großen Teil der Bevölkerung. Also es geht immer weiter auseinander zwischen geschriebenen Verfassungswerten und die Mentalität eines bestimmten Anteils der Bevölkerung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, im Blick auf die islamischen Angelegenheiten, verhält es sich ähnlich. Das heißt, da maßt man sich auch sehr viel an, weil es bis jetzt auch wenig deutsche Literatur dazu gab. Und wenn man dann ein Buch gelesen hat, dann hat man sich sofort animiert gefühlt, etwas darüber zu sagen, obwohl es zu diesem Buch möglicherweise 400 Kommentierungen gibt. Und ohne Herr über den Inhalt zu sein, sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen mit Blick auf fundierte Meinungen, weil die Meinung im Prinzip ähnlich fundiert ist, wenn ich mich nicht entsprechend auskenne. Das heißt, ganz viele Laien äußern sich zu bestimmten Themen, die eigentlich Expertise verlangen würden. Und wenn man Expertise auch an den Tag legen würde, bei seinen Aussagen, dann wäre auch der Diskurs ein bisschen tiefer und nicht so flach, wie er heute leider zu beobachten ist. Ich will mal ein Beispiel nennen, nur aus der Praxis. Wenn man jetzt in den Bücherladen geht und sich die islamische Ecke mal anguckt, also die Ecke anguckt, wo es Bücher gibt zu islamischen Themen, und man als Laie dann ein Buch aufschlägt, hat man das Gefühl, auf Anhieb, man versteht alles, was da steht. Das ist ja erstmal nicht schlecht, sehr schön, dass das verständlich geschrieben ist. Aber das zeigt auch eine gewisse Oberflächlichkeit mit Blick auf den Inhalt. Denn es muss ungefähr so aussehen, wenn Sie jetzt als Nichtjurist ein strafrechtliches Buch aufschlagen, zum Beispiel Strafrecht allgemeiner Teil. Sie sind kein Jurist, gehen jetzt in den Bücherladen und schlagen auf Strafrecht allgemeiner Teil. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie anfangen reinzulesen, werden Sie das meiste nicht verstehen. Und das zu Recht, das ist Expertise. Das heißt, das müssen Sie dann studieren mit Begleitung, mit Betreuung. Und ähnlich muss es sich verhalten auch in der Theologie. Das heißt, sobald ich theologische Werke lese und das Gefühl habe, dass ein Laie sie problemlos versteht, dann kann da was nicht stimmen in der Tiefe. Das heißt, auch er muss das Gefühl haben, wenn ein islamrechtliches Werk aufmacht und reinliest, muss er das Gefühl haben, Moment, das ist jetzt erstmal zu viel für mich. Das kann man dann später runterbrechen für die Allgemeinheit, das ist klar. Aber die Allgemeinheit muss dafür sensibilisiert werden, dass das Wissenschaft ist und halt nicht von jedermann verstanden werden kann auf Anhieb. Sondern wer Interesse daran hat, das zu verstehen, adäquat, der muss sich quälen können und das systematisch studieren. Und dieses Gefühl wird bei uns häufig nicht vermittelt in der muslimischen Community. Und deswegen maßt sich jeder an, eine Meinung zu fällen oder ein Urteil zu fällen mit Blick auf theologische Angelegenheiten. Und diese Rhetorik, das ist vor allem eine Ebu-YouTube-Rhetorik, Haram und Halal, das ist etwas, wovor sich die Gefährten des Propheten am meisten scheuten. In allen Büchern ist bekannt, dass die Gefährten es vermieden, zu urteilen mit Hada Haramun oder Hada Halalun. Dies ist erlaubt und dies ist verboten. Vielmehr sagten sie, wenn sie etwas für erlaubt hielten, aber sich nicht ganz sicher waren, weil sie Gott nichts in den Mund legen wollten, sagten sie, Nara Hada Hasanan, und dies sehen wir als gut an, wenn sie das Gefühl haben, es ist erlaubt. Wenn sie das Gefühl haben, etwas ist verboten, aber sie wollten Gott trotzdem nichts in den Mund legen, weil sie sich nicht sicher sind, haben sie nicht gesagt, Hada Haramun, sondern sie sagten, und das mögen wir nicht. Also sie waren sehr empathisch und sehr sensibel, allein schon im Gebrauch bestimmter Begriffe, die wir heute inflationär hören. Und eins der typischen Beobachtungen, die ich mache, und das auch mit sehr viel Wehmut, man hört häufig, man hört häufiger den Begriff Haram, Verbot, als den Begriff Halal im Prinzip. Und dabei muss umgekehrt eigentlich der Fall sein, denn die islamische Rechtswissenschaft ist geprägt durch den Grundsatz El Aslu fil Asya El Ibah. Die Grundregel aller Angelegenheiten ist ihr erlaubt sein. Und Verfassungsrechtler werden sich hier an Artikel 2 Grundgesetz erinnert fühlen, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Alles ist erstmal erlaubt, es sei denn, etwas ist ausdrücklich verboten. Das bedeutet eigentlich im ethischen Sinne, je mehr einer sich darum bemüht, differenziert, um Erlaubnis bemüht, steht der Wahrheit im Prinzip näher als einer, der permanent vom Verboten spricht. Aber das, was wir beobachten, ist das Umgekehrte. Das heißt, diejenigen Prediger in den Kanzeln, die genießen die größte Wertschätzung, die grob wirken und alles verbieten. Und dann kommt man raus und sagt, das war ein richtiger Muslim, weil er alles verboten hat. Aber im Prinzip muss der umgekehrte Fall die Regel sein. Und das ist das, was ich leider mit ganz viel Wehmut beobachte.
Ja, spannend. Also das ist, ich glaube, das ist ein Thema, das kann man gar nicht oft genug eigentlich erklären oder hochhalten, weil da haben wir heute, glaube ich, ein riesiges Problem. Also das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem der muslimischen Community in Deutschland, sondern ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Ich möchte noch mal ein bisschen so eine kleine Brücke schlagen, weil Sie das vorhin auch angesprochen haben, dass Sie sich schon fast schämen, eigentlich als Persönlichkeit betitelt zu werden in Deutschland. Diese zwei Namen, die ich vorhin genannt habe, ich bin mir nicht sicher, wie viel Kontakt Sie mit Murad Abdul Hakim, also Professor Timothy Winter in Cambridge hatten, aber vielleicht können Sie so ein bisschen einen Einblick bekommen, auch was Sie so für eine, ich weiß nicht, einen Kontakt mit ihm hatten, was Sie vielleicht von ihm auch lernen konnten, oder weil das Besondere ist ja auch an ihm oder bei vielen Gelehrten, die ich würde mal sagen, auch in Deutschland ist beispielsweise Dr. Kellner ein sehr gutes Beispiel, der ja sehr viel Zeit auch in Damaskus verbracht hat und eigentlich jetzt das so ein bisschen schafft, auch, sagen wir mal, unsere deutsche Zivilgesellschaft auch zu sehen, was könnte man hier für eine islamische Perspektive anbieten. Und da ist, würde ich sagen, Murad Abdul Hakim ja in England ein ganz wichtiger Name. Gibt es da vielleicht sowas in dem, wie er damit umgeht? Cambridge Muslim College hat er ja ein bisschen mitgegründet, hat jetzt, glaube ich, auch initiiert, das Cambridge Mosque Project, was jetzt fertiggestellt worden ist. Haben Sie da so ein bisschen Ansätze gesehen, die Sie sich auch für Deutschland wünschen oder Dinge, wo Sie sagen, das ist was, da müssten wir viel mehr von lernen? Also zunächst einmal war das einer meiner größten Glücksmomente meiner Forschungslaufbahn, da bei ihm zu landen. Ich war bei ihm im Lehrstuhl und habe einen sehr engen Kontakt zu ihm gepflegt, auch privat im Übrigen in Cambridge. Und das ging dann so weit, dass er mich geehrt hat mit der Anfrage, ob ich ihn nicht vertreten könne bei einem seiner Vorlesungen. Das war für mich so das Highlight meiner Forschungszeit da, weil ich selten eine Persönlichkeit kennengelernt habe, die so reflektiert tiefgründig ist, im intellektuellen Sinn, aber zugleich auch fromm. Und das hat mich im Höchstmaß fasziniert. Das heißt, ihn eine Vorlesung halten zu hören, mit welch einer Souveränität und mit welch einer Wertschätzung auch von Nicht-Muslimen ist an dieser Uni. Also wirklich, man hang sozusagen an seinen Lippen. Und dann sieht man auf einmal, wie er die Freitagspredigt hält in der Moschee. Und dann, das ist ein Gefühl, den man aus Deutschland so in dieser Form nicht kannte. Das heißt, hier wird sozusagen Intellektualität so ein bisschen ferngehalten von der Religiosität, wenn man so will, weil man die Religiosität so nicht für intellektuell hält, wenn man das so salopp formulieren darf. Und da hat man diese Diskrepanz im Prinzip nicht. Das heißt, man büßt nicht in der Intellektualität ein, wenn man zugleich auch religiös ist. Und das da zu beobachten, das hat mir schon imponiert. Zu meiner Person, ich sehe mich überhaupt nicht auf diesem Niveau. Ich bin Gott sei Dank gesegnet worden mit ganz vielen Gelehrten, die ich kennenlernen durfte. Das waren laufende Lexika. Und deswegen kann ich für mich gesund einschätzen, wo ich eigentlich bin. Und vor diesem Hintergrund weiß ich, dass ich noch ganz viel nicht weiß. Das ist deshalb so, weil ich ganz viel gesehen habe und ganz viele Menschen kennengelernt habe, die wirklich was wussten. Das bedeutet nicht, dass ich mir meiner Kenntnisse nicht bewusst bin oder dass ich nicht selbstbewusst bin in dem, was ich mache, sondern ich bereife mich sozusagen als geringeres Übel. Das kann ich noch gesund einschätzen, glaube ich. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich wahrgenommen habe und was ich lese aus den klassischen Werken, da schäme ich mich in der Tat manchmal als Persönlichkeit, als gelehrsame Persönlichkeit zu gelten, die ich bei weitem nicht bin unter diesen Maßstäben. Also ich denke, was schon auch ganz besonders interessant wäre, ist, ich meine, jeder Mensch hat ja immer so ein paar Personen, die er kennenlernt, wenn er Glück hat, wenn er auch von Gott dahin geleitet wird, mit solchen Menschen Zeit verbringen zu dürfen, von ihnen zu lernen. Vielleicht können Sie uns mal so, vielleicht, ja, gibt es so gewisse Menschen oder Persönlichkeiten, wo Sie sagen, die waren wirklich ganz essentiell in meiner Entwicklung als Chefli Ademi, als Muslim, der Sie sehr einfach wahnsinnig inspiriert und motiviert haben? Ja, ich würde sagen, es kommt ganz darauf an, in welchem Fach jetzt. Das heißt, insgesamt bin ich sehr stark geprägt und inspiriert von meinen Eltern, also von den Lebenden jetzt, unabhängig jetzt vom Propheten, das, was ich gelesen habe, an prophetischen Erfolgsprinzipien. Aber also meine Eltern haben mich stark geprägt, vor allem meine Mutter, möge Gott sich ihrer erbarmen. Sie hat nur eine 4-Jahre-Grundschulausbildung gehabt, aber war für mich die Professorin schlechthin, was so Lebensphilosophie und Lebensweisheiten anbelangt. Und dann ganz stark hat mich geprägt von meiner Einstellung und Motivation her Muhammad Ali. Das muss ich voller Stolz hier so berichten. Muhammad Ali ist eine große Persönlichkeit, über den ich sehr viel gelesen habe. Ich glaube, den meisten ist er nur so aus den Dokumentaren in YouTube bekannt, aber ich habe nahezu alle Biografien über ihn gelesen, die es gibt, und auch von ihm selbst, und habe festgestellt, dass er ganz viele prophetische Erfolgsprinzipien im Prinzip vereint hat, die ihn dann zu diesem Erfolg verschaffen oder verhelfen,
geholfen haben. Und eins dieser Prinzipien ist zum Beispiel, es das heißt in einer Überlieferung, Habbul a'mal lillah, adwamuha wa in qalla. Die liebste Tat bei Gott ist diejenige, die man regelmäßig tut, auch wenn sie klein sein möge. Das heißt regelmäßig, aber dafür jeden Tag und konstant. Das führt einen zum Erfolg, egal in welcher Hinsicht. Oder Habbun nas ilallah, entfernum den nas. Die besten Menschen bei Gott sind diejenigen, die der Menschheit am nützlichsten sind. Das sind alles Prinzipien, die Muhammad Ali vereint hat. Oder das Lebensprinzip des Propheten, wo er sinngemäß sagte, wer auch immer von euch nach dem Wohlgefallen der Menschen strebt und das Missfallen Gottes in Kauf nimmt, wird sowohl das Missfallen Gottes als auch das Missfallen der Menschen ernten. Wer auch immer von euch nach dem Wohlgefallen Gottes strebt und das Missfallen der Menschen in Kauf nimmt, wird sowohl das Wohlgefallen Gottes als auch das Wohlgefallen der Menschen ernten. Das sind die typischen Reinheitsprinzipien im Blick auf die Absicht, aufrichtig zu sein, sich nicht zu verbiegen, direkt zu sein in diesem Sinne. Und das ist das, was sein Leben geprägt hat und mich dann zugleich mit. Mit Blick auf religiöse Angelegenheiten, Islam, habe ich mehrere Prägungen erfahren. Einmal, klar, meine Grundausbildung hier bei dem albanischen Hafiz in Dortmund. Und dann aber auch unterschiedliche Phasen. Also Jasser Auda hat mich auch stark geprägt mit Blick auf Maqasid al-Sharia beispielsweise, was die Rechtstheorie und Rechtsphilosophie anbelangt. Dann Abdel Hakim Murad sowieso. Dann Sheikh Akram al-Nadwi, das ist ein anderer Muhaddith, also ein Hadith-Wissenschaftler, Hadith-Experte und Faqih, der auch in Cambridge gelebt hat oder gewirkt hat in der Zeit, wo ich da war. Das heißt, ich hab auch das Glück gehabt, bei ihm sozusagen lernen zu dürfen. Es gibt mehrere Persönlichkeiten, die mich in bestimmten Feldern dann geprägt und inspiriert haben. Also eine Person, die, ja, man könnte schon fast sagen, eigentlich ein Gelehrter der Gelehrten ist, bei dem waren Sie ja dann auch im Amman. Ich glaube, das ist ein Name, der noch sehr, sehr unbekannt ist. Ich habe in meiner Zeit damals in Kairo, war ich wirklich beeindruckt von den Schülern, die er hatte, mit denen ich ja das Privileg hatte, Arabisch zu lernen. Und ich war wirklich beeindruckt von, ich muss schon auch ehrlich sagen, das, was Sie für mich heute auch in Ihrer Art ausstrahlen, das erinnert mich schon auch an diese Gemeinschaft, an diese Menschen, die ich kennengelernt habe. Erstens diese Bescheidenheit, die Sie definitiv auch, ja, auch ausstrahlen. Ich glaube, das fällt jedem auf, der mit Ihnen Kontakt hat. Und das andere auch dieses unglaubliche Interesse an Fragen der Zeit. Was sind wichtige Dinge auch fürs praktische Leben, mit denen sich die Muslime auseinandersetzen müssen? Vielleicht können Sie uns so ein bisschen mal auch Ihren Kontakt da erzählen, den Sie in Amman hatten mit Sheikh Keller, wer das ist oder wie Sie ihn auch wahrgenommen haben. Ich bin eigentlich zufällig gestoßen auf Sheikh Nuhamim Keller. Das war, ich habe eigentlich da eine Wohnung gesucht und bin dann vermittelt worden über einen Kollegen, der da einen kannte, der in diesem Sufi-Orden aktiv war. Und dieser Ort da heißt Hayl Kharabsche in Jordanien. Und in diesem Ort war halt dieser Sufi-Orden, vor allem von Sheikh Nuhamim Keller, in besonderer Weise präsent. Ich bin nicht selber Mitglied dieses Sufi-Ordens, aber bin trotzdem da aufgenommen worden. Von manchen ein bisschen argwöhnisch, Islam, die so ein bisschen am Anfang standen. Von anderen, die schon fortgeschritten waren, nicht. Jedenfalls habe ich dann in diesem Hayl Kharabsche gelebt, also in dieser Region, wo der Sufi-Orden in besonderer Weise präsent war. Und da habe ich dann halt die Gelegenheit einfach genutzt und regelmäßige Lesezirkel wahrgenommen, die dann Sheikh Nuh angeboten hat und habe ihn da so ein bisschen dann auch als Persönlichkeit kennenlernen dürfen und klar, absolute Bescheidenheit. Ich hatte auch gar nicht so häufig die Gelegenheit, mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen, weil er kam und ging wieder, aber ihn allein zu beobachten und die Art und Weise, wie er etwas lebt, wie er die Spiritualität sozusagen in den Tag manifestiert, das war schon beeindruckend zu beobachten. Und das macht natürlich was mit einem, ohne dass man jetzt den zwingenden, unmittelbaren, direkten Kontakt zu ihm pflegen müsste, kann man sich schon ein Bild darüber machen, nach einer gewissen Zeit, wie er eigentlich sein Religionsverständnis oder sein religiöses Verständnis in die Praxis manifestiert. Und das war schon spannend zu beobachten. Ich hatte einen regelmäßigen Kontakt und einen regelmäßigen Austausch mit seinen Schülern. Wie gesagt, ich war kein Mitglied dieses Sufi-Ordens. Es gab auch einige Sachen, die mir nicht zusagten insgesamt, so von der Beobachtung her, aber das, was ich da gelernt habe, war einfach nur wertzuschätzen und nicht zu verurteilen. Das heißt, jeder hat im Prinzip auf der Basis seines Religionsverständnisses, wenn er einen entsprechenden Gelehrtengrad hat, seine Berechtigung dafür. Und das zeigt immer wieder, dass die islamische Gelehrsamkeit geprägt ist durch Vertretbarkeiten von Meinungen. Also eine Meinung kann vertretbar sein, wenn sie nachvollziehbar
nachvollziehbar ist. Und deswegen dieser Wettlauf um Plausibilität und keine Absolutheitsansprüche sich anzumaßen. Und das zeigte sich da auch wieder. Das heißt, es gab dann diese Runden, die ich mit einem gewissen Unbehagen beobachtet habe, dieses Rumspringen, so sieht man das erstmal aus einem oberflächlichen Blickwinkel heraus. Und dann habe ich mir da aber deutlich machen lassen, dass das alles vertretbar ist, was da geschieht. Und das hat mich so eine gewisse Bescheidenheit gelehrt und mich zurück zu den klassischen Aussagen der Großgelehrten geführt. Die geht häufig zurück auf Imam Schafi, aber die ist rechtsschulübergreifend, wo er sagte, ich bin von der Richtigkeit meiner Meinung überzeugt, kann aber nicht ausschließen, dass der andere Recht hat. Und so ist eigentlich die islamische Gelehrsamkeit geprägt. Und wir heute leider von einem Wahn, von einem Absolutismuswahn sozusagen. Wir suchen wieder die Identität nach absoluten Normen. Und das ist das, was die Tradition in dieser Form eigentlich nicht kannte, sondern Vielfalt, Ambiguität, das ist das, was sie auszeichnete, weil sie sich einig waren, dass die absolute Wahrheit einzig Gott vorbehalten bleibt. Der Mensch schuldet nur das Bemühen, also Ijtihad auf allen Ebenen, das äußerste Bemühen um Wahrheitsfindung, und das, der Erfolg ist Gottes Angelegenheit. Das, was wir schulden, ist unsere Möglichkeiten ausschöpfen zum Nutzen dieser Schöpfung. Und dann kann es zu unterschiedlichen Ergebnissen und Meinungen kommen, und das ist nicht schlecht per se, sondern jetzt damit umzugehen, das ist entscheidend. Und auch dafür gibt es eine Disziplin in der islamischen Gelehrsamkeitswelt, die nennt sich Ilmul Jadal, das heißt das gute Benehmen im Streit, dass Konflikte eben nicht zu Ausartungen führen und zu Auseinandersetzungen, sondern dass man sich einig ist in dem Umstand, dass wir alle Menschen sind mit einem fehlbaren Verstand, aber wir uns auf die beste Art und Weise bemühen, die Wahrheit zu erforschen. Und das ist das, was im Mittelpunkt steht und nicht die Diskrepanz oder die Meinungsvielfalt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ein Aspekt, der leider auch, wenn man vor allem über islamisches Recht spricht, eigentlich, also Tasawuf, das ist jetzt ein Thema, wo man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bespricht, wo auch Muslime anscheinend nicht so oft in Deutschland leider drüber sprechen. Aber speziell in Deutschland ist ja wirklich das Thema, wenn man was mit Islam verbindet, dann spricht man sehr gerne über Scharia und eigentlich immer über das Strafrecht. Vielleicht manchmal noch manche Aspekte des Erbrechts. Aber wenn Sie jetzt mit Leuten vielleicht nicht so viel Zeit haben und ihnen nur versuchen, so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was überhaupt Scharia ist, also jetzt vielleicht nicht am Begriff Scharia bleiben, sondern so diese Vielfalt der Scharia zeigen oder vielleicht auch so ein Stück weit der Schönheit oder der intellektuellen Tiefe auch. Haben Sie da so ein Beispiel oder vielleicht auch eine Analogie, die Sie da immer gerne benutzen? Die Scharia, die beste Analogie ist eigentlich der Weg selber. Die Scharia heißt der Weg zur unerschöpflichen Wasserquelle, der Weg zu Gott. Und dieser Weg, beziehungsweise der islamische Heilsweg, genannt dann Scharia, der hilft einem, auf die direkteste Art und Weise zu Gott zurückzukehren und berücksichtigt spirituelle und körperliche Bedürfnisse des Menschen. Aber der größte Teil des Menschen, der Mensch wird ausgezeichnet, gekennzeichnet durch seine Spiritualität, durch seinen Geist in erster Linie und nicht durch seine Materie. Und entsprechend verhalten sich auch die Offenbarungsquellen. Das heißt, ca. 98% oder sogar einige sagen über 98% aller Offenbarungsquellen beschäftigen sich mit Aspekten der Moral, der Spiritualität und der Glaubensgewissheit. Und nur ca. 2% aller Offenbarungsquellen beschäftigen sich mit normativen oder juristischen Angelegenheiten. Das zeigt diese Ausgewogenheit. Und das zeigt auch den Schwerpunkt des Glaubens. Deswegen heißt es auch in den klassischen Traditionen, auch im Tasawwuf vor allem, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wer sich selbst im Kern erkennt, erkennt auch seinen Herrn. Wer sich selbst also im Kern als spirituelles Wesen erkennt, mit einer religiösen Potenz, der wird auch zu Gott finden. Und diese spirituelle Reinigung, das ist das ultimative Ziel der absoluten Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits, ohne aber körperliche Bedürfnisse und Aspekte des Menschen auszublenden. Das ist im Prinzip der islamische Heilsweg. Und da gehören auch normative Angelegenheiten dann dazu. Ich glaube, vor allem dieser Aspekt der Spiritualität, Moralität, Normativität ist ein wirklicher Kernaspekt, der, glaube ich, oft so ein bisschen unterschätzt wird an der Sache. Ich möchte noch auf einen letzten Artikel von Ihnen mal den erwähnt haben, weil der ist leider nur auf Englisch geschrieben, ist 2018 in einem Sammelband erschienen oder in einem Herausgeberwerk, The Objectives of Islamic Law. Da stellen Sie auch einen wunderschönen Artikel, also der ist speziell für, ja, ich würde sagen, muslimische Studenten, die vielleicht am Anfang sind und so einen Überblick brauchen, was ist überhaupt die verschiedenen Aspekte von Usulul Fiqh, von Scharia. Da kriegt man einen wunderschönen Überblick. Und den haben sie genannt, The Relationship Between Maqasid al-Sharia and Usulul Fiqh. Also die
sozusagen die Beziehung, das Verhältnis von Maqasid al-Sharia und Usul al-Fiqh. Und im Ende hin in Ihrem Artikel, da zitieren Sie, ich persönlich habe ihn immer so genannt, Professor Wael al-Hallaq. Der wird, glaube ich, von manchen als Professor des islamischen Rechts, glaube ich, gesehen. Und da geht es so ein bisschen drauf ein. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was wir heute sehr stark sehen. Er spricht so über diese moderne Bewegung, die wir damals in Ägypten hatten, über Mohammed Abdu oder auch über Ridda, wo er sagt, in der Moderne sehen wir sehr oft, dass eigentlich wir eine Art von religiösem Utilitarismus haben. Vielleicht können Sie auch, weil ich habe schon auch das Gefühl, auch wenn das schon auch jetzt ein Jahrhundert her ist, dass es immer noch was ganz, ganz Wichtiges ist, dass wir heute ganz oft solche Aspekte von einer Art von religiösen Utilitarismus sehen. Können Sie vielleicht da kurz drauf eingehen oder erklären, was damit gemeint ist? Das ist ein etwas komplizierterer Aspekt, weil es hier um Rechtsrationalitäten vor allem geht. Und wenn man den Begriff der Rechtsrationalität benutzt, dann muss man ihn auch vorher definieren, wie man ihn benutzen will, weil er auch von Max Weber geprägt ist. Also wenn wir von Rechtsrationalitäten sprechen, dann meine ich damit, wann kann eine Norm Gültigkeit für sich beanspruchen? Und eine Norm kann dann für sich Gültigkeit beanspruchen in der islamischen Rechtswissenschaft, wenn sie zum einen formell abgeleitet worden ist, das heißt formell logisch, unabhängig von der Richtigkeit des Inhaltes. Dann kann eine Norm Gültigkeit für sich beanspruchen oder eine Norm kann Gültigkeit für sich beanspruchen, wenn sie ziel- und zweckorientiert ist, das heißt teleologisch und damit von einer materiellen Rechtsrationalität getragen wird. Und das, was wir häufig beobachten, ist vor allem ein Shift, also eine Schwerpunktverlagerung hin zur materiellen Rechtsrationalität, also die nach Sinn und Zweck schaut. Was die islamische Rechtstradition aber auszeichnet seit jeher, ist eine Symbiose sozusagen, ein Zusammenwirken zwischen formeller und materieller Rechtsrationalität. Und um hier wieder Razali einmal zu zitieren, sinngemäß nur, wo er sagte, dass das religiöse oder das rechtswissenschaftliche Verständnis nur auf der Basis von Texten, also von einer Tradition, auf der Basis der Formalität dumm wäre. Und das Rechtsverständnis nur auf der Basis des Inhalts wäre uferlos. Es hätte auch kein Ende. Deswegen ist das Zusammenwirken dieser beiden entscheidend. Oder Abdullah bin Bayya, ein gegenwärtiger malikitischer Gelehrte, wird da so formulieren, dass er sagte, Maqasid al-Sharia und Usul al-Fiqh. Und hier verkörpert Maqasid al-Sharia vor allem die materielle Rechtsrationalität, die also schaut nach Sinn und Zweck einer Norm, nach Richtigkeit einer Norm. Und Usul al-Fiqh verkörpert hier vor allem die formelle Rechtsrationalität, also das schlüssige Ableiten von Normen. Er sagt, das Verhältnis dieser beiden Rechtsrationalitäten ist wie das Verhältnis des Körpers zur Seele. Die sind untrennbar. In der europäischen Rechtswissenschaft oder in der europäischen Rechtskultur hat man diese beiden häufig exklusiv behandelt. Erst mit der Neuzeit, vor allem bei Arthur Kaufmann beobachten wir das, er kommt verstärkt auf den Gedanken zu sagen, die beiden müssen zusammenwirken. Und er hat es wie folgt formuliert an einer Stelle, also die formelle Rechtsrationalität wäre ohne die materielle Rechtsrationalität blind. Die materielle Rechtsrationalität wäre ohne die formelle uferlos. Und deswegen brauchen wir beides. Es reicht also nicht nur, es reichen nicht nur formelle Aspekte, aber es reichen auch nicht nur materielle Aspekte der Richtigkeit, weil wir hier ganz starke Kriterien und Maßstäbe brauchen. Und der beste Weg ist immer der Weg der Ausgewogenheit, Wasatiyah im islamischen Kontext. Es gibt diesen schönen Vers im Koran, der ist exakt in der Mitte der Sura Al-Baqarah. Also die Sura hat 286 Verse und exakt im 143. Vers steht, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und wir machen aus euch eine Gemeinde der Mitte, aber nicht mit dem mathematischen Sinne, sondern eine Gemeinde der Ausgewogenheit. Und wenn man sich die Rechtsschulen und die Denkschulen mal anschaut in der islamischen Geschichte insgesamt, dann fällt auf, dass sich immer diejenigen durchgesetzt haben, die dieses Ausgewogenheitsverständnis an den Tag gelegt haben, die also nicht exklusivistisch Normen abgeleitet haben, entweder nur formalistisch oder nur materiell, sondern die das zusammenwirken, die aus einer Mehrperspektive heraus ihr Islamverständnis versucht haben zu etablieren. Und nur die haben sich im Prinzip auch durchsetzen können. Das zeigt intuitiv, dass sich dieser Ausgewogenheitsgedanke immer schon durchgesetzt hat. Ja, also ich bin jetzt schon wieder ganz schockiert, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Das ist immer eine rasende Geschwindigkeit.
vielleicht, ich denke, das genau, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ein ganz großes Kernelement, wo ich dann auch verstehe, warum Sie sagen, warum Sie von Texten, die vielleicht aus dem 11., 12. Jahrhundert kommen, so unglaublich inspiriert sind, weil das eigentlich nach wie vor Themengebiete sind, die auch für unser heutiges, für unseren heutigen demokratischen Rechtsstaat nach wie vor ganz problematische Spannungsfelder eigentlich darstellen, wo wir uns immer noch fragen müssen, was machen wir jetzt damit? Ich denke auch, also ich habe einen guten Freund, der hat promoviert zu Karl Schmidt. Was ist jetzt unser Parlament? Das sind natürlich klar Dinge aus dem Nationalsozialismus, die mit rüberkommen, aber es ist ja nicht nur so, dass diese Fragen heute keine Rolle mehr spielen. Also die sind da nach wie vor in rechtsphilosophischen Spannungsfeldern, die immer noch wahnsinnig aktuell sind. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, wo Sie vielleicht aufs Ende hin dann auch, inwiefern denken Sie, kann auch hier die islamische Tradition eigentlich dem deutschen Rechtsstaat eigentlich was anbieten, vielleicht sogar einen gewissen Impuls setzen bei Rechtsfragen oder Rechtsphilosophie? Ja, ich denke, wir müssen erstmal damit anfangen, die Fächer insgesamt zu würdigen. Das heißt, die islamische Theologie nicht als Dschungeldisziplin zu betrachten, die mit unserem Wissenschaftskontext nichts zu tun hat, sondern die islamische Wissenschaftstradition ist geprägt durch bestimmte Wissenschaftstheorien, die wir auch aus unserer heutigen Landschaft kennen. Nur um ein Beispiel zu nennen, in den letzten 200 Jahren sind islamrechtliche Werke in europäische Sprachen übersetzt worden, vor allem durch Islamwissenschaftler, Orientalisten. Sie haben philologisch eine höchst aufschlussreiche Arbeit geleistet, uns aber mit Blick auf juristische Argumentationsmuster im Dunkeln gelassen. Warum? Weil das islamrechtliche Werke waren, geprägt durch eine Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft. Also das, was sie betrieben haben, war Rechtswissenschaft. Und um diesen Texten gerecht werden zu können, muss man mit juristischen Argumentationsmustern vertraut sein. Nur dann kann man etwas adäquat und zuverlässig übersetzen. Das ist bis jetzt leider in dieser Form nicht geschehen. Und für die Zukunft müssen wir darauf achten, dass die islamische Philosophie Philosophie ist. Der Begriff islamisch bewertet nicht etwas, sondern er macht nur darauf aufmerksam, dass zusätzlich auch Offenbarungsquellen bei der Erwägung mit einer Rolle gespielt haben. Das versuchen wir heute mit islamisch und unislamisch zu sagen, beziehungsweise auch der Begriff islamisch und unislamisch ist ein modernes Konstrukt. Der ist in den klassischen Werken nicht so aufgetaucht, nicht bewertend aufgetaucht. Man findet also in den Werken nicht die Aussage, die Pauschalaussage, die wir heute häufig beobachten, das ist islamisch und jenes ist unislamisch im Sinne von islamkonform oder nicht islamkonform. Diese Anmaßung wird man in den klassischen Werken in der islamischen Wissenschaftstradition nicht finden, sondern sie waren sich der Tatsache bewusst, dass bestimmte Subjekte, dass ein Mensch auf der Basis seines Verständnisprozesses zu einer bestimmten Meinung kommt. Und deswegen hat er nicht gesagt am Ergebnis, das ist jetzt islamisch, sondern er dachte, das ist meine Überzeugung. Und wenn andere dann über ihn geschrieben haben, über seine Meinung geschrieben haben, haben sie ihn namentlich genannt. Zum Beispiel bei Malik ist es zulässig, bei Abu Hanifa ist es unzulässig, bei Schafi ist es empfohlen. Also die haben immer eine bestimmte Meinung mit einem Subjekt verknüpft, weil für sie klar war, dass man sich Pauschalurteile nicht anmaßen kann, im Sinne von, das ist islamisch und das ist unislamisch. Das ist ein Ding der Moderne. Und auch diese Konstrukte müssen wir wieder loswerden. Und das schaffen wir nur, wenn wir den wissenschaftlichen Disziplinen wieder gerecht werden, und zwar wissenschaftstheoretisch gerecht werden. Islamische Philosophie ist Philosophie. Hadith-Wissenschaft ist ein besonderer Teil der Geschichtswissenschaft. Tafsir ist ein besonderer Teil der Exegese, der Textexegese. Ilm al-Fiqh ist, islamische Rechtswissenschaft ist Rechtswissenschaft. Mit typisch rechtswissenschaftlichen Mitteln erschließbar. Ansonsten ist das nicht zuverlässig, was man dann darüber aussagt. Und deswegen kommen auch so viele Missverständnisse, weil man bestimmte Schlüsselbegriffe schlicht falsch übersetzt. Scharia mit Gottesgesetz, das ist Humbug. Oder islamisches Rechtssystem, das stimmt schlicht nicht. Scharia ist der islamische Heilsweg und der handlungsbezogene Teil der Scharia ist nur 2% der Gesamtscharia. Das heißt, der juristische Teil des islamischen Heilsweges ist 2%. Aber der ist nicht unwichtig, sondern der ist auch wichtig, nur man muss das immer ins Verhältnis rücken. Und diesen Teil kann man nur adäquat verstehen, wenn man über juristische Expertise verfügt. Ansonsten bleibt man immer unzuverlässig in seiner Übersetzung. Ich denke, dass das Besondere auch an Ihrer Person ist, dass Sie sind ein Volljurist, Sie sind promovierter Jurist hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite haben Sie sich auch noch die Mühe gemacht, auch zu sehen, was ist denn eigentlich das islamische Recht, und haben sich auch die Zeit genommen, um mit traditionellen Gelehrten das auch einen Einblick zu bekommen. Vielleicht mit dem Blick auf die Zeit, wir sind ein bisschen drüber, aber die letzte Frage in der Hinsicht vielleicht. Das würde mich ein bisschen interessieren, ob Ihnen da so Dinge in dem Kontext aufgefallen sind. Ich glaube, Sheikh Hamza Yusuf hat da einen Artikel geschrieben in seinem Magazin. Da ging es über
hieß es Medina und Athen, Athena, Restoring a Lost Legacy, also sozusagen zu realisieren, dass wir nicht nur von dem jüdisch-christlichen Abendland sprechen, sondern dass auch, wenn man jetzt an den Stadtstaat Medina denkt oder die islamische Tradition, unglaublichen Einfluss hatte auf Rechtsbegriffe und auf das europäische Recht. Ich denke jetzt an den napoleonischen Code, der sehr stark aus dem Maliki-Fiqh entnommen ist, aber vielleicht in Ihrer persönlichen Auseinandersetzung, vielleicht auch im Studium, sind Ihnen da Aspekte besonders aufgefallen, wo Sie sagen, das, also wenn das nicht aus vielleicht den Ursprung im islamischen Recht hat oder einfach so Parallelen, die wo Sie sagen, also da hat ein Einfluss stattgefunden, der unglaublich stark war? Erstmal ja. Das, was ich vermeiden will insgesamt, ist eine Polemik zu betreiben, wer hat von wem was abgeschrieben. Natürlich, natürlich. Das ist primitiv, das sollten wir nicht machen, das ist auch anachronistisch irgendwo. Aber das, was wir genauso wenig machen sollten, ist eine Rechtskultur komplett ignorieren. Auch das wird in der Wissenschaft teilweise gemacht, mit Blick auf die islamische Rechtswissenschaft. Man geht also davon aus, dass in allen typischen naturwissenschaftlichen Fächern der Einfluss evident ist, auch in der Philosophie vor allem. Aber in der Rechtswissenschaft geht man immer noch davon aus, dass eine genuine Entwicklung, also auf der Basis römischen Rechts vor allem. Aber auch hier fallen dann Auffälligkeiten auf und ganz besondere Momente, wo man das Gefühl hat, das kennt man aus dem römischen Recht eigentlich nicht. Es gibt auch so einen Artikel von George Magdisi, das ist der andere, es gibt einen Juristen unter diesen. Er hat einen Artikel geschrieben über den Einfluss des islamischen Rechts auf das englische Common Law und stellt fest, dass das Konsensualprinzip beispielsweise, nämlich, dass man vorher zwei übereinstimmende Willenserklärungen hat bei einem Zivilvertrag und dass das zu trennen ist von der dinglichen Übergabe der Sache. Das findet man nur in der islamischen Rechtskultur. Das gab es in dieser Form nicht im römischen Recht. Das deutsche Recht heute, Zivilrecht heute, ist aber auch geprägt durch das Trennungsverhältnis zwischen Verpflichtungsgeschäft und das dingliche Geschäft. Und hier keine Brücke zu schlagen über die islamische Rechtskultur, wäre wissenschaftlich dünn. Und ich bin davon überzeugt, klar, es gibt keine Kultur, die aus sich heraus genetisch sich frei entfaltet hat, sondern jede Kultur hat die jeweils andere geprägt. Und es gibt auch keine Kulturkreise, auch dieser Begriff ist verkehrt, sondern es gab immer einen Austausch. Und entscheidend ist jetzt, dass man nicht diese Polemik fährt, wer von wem was abgeschrieben hat, aber auch nicht die Polemik fährt, das einfach zu ignorieren, sondern hier einfach substanziell zu forschen, damit wir näher zusammenwachsen. Und in Zukunft hoffe ich, nicht mehr so blöde Aussagen diskutieren, ob der Islam jetzt zu Deutschland gehört oder nicht. Ich glaube, das ist eine Auswirkung dieser mangelnden Tiefe mit Blick auf solche Erkenntnisse. Herr Professor Ademi, das war ein wunderschönes Schlusswort vielleicht für heute. Ich denke, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon so bewusst ist, aber ich glaube, für viele, die verfolgen, was Sie tun, wie Sie wirken, Sie sind vielleicht einer der wichtigsten Personen in dem Kontext, vielleicht zwei Dinge zusammenzuführen. Und Sie machen auf jeden Fall eine ganz wichtige Arbeit, wenn es darum geht, ein Eisbrecher zu sein. Auch weil ich weiß, Sie hören es vielleicht nicht so gerne, aber Sie haben es vorhin eingangs schon gesagt, eine gewisse Verantwortung haben Sie und es ist ja nicht so, dass wir jetzt so viele in Deutschland hätten, die sich mit diesen Thematiken so wie Sie auseinandersetzen. Also leider, leider sind Sie da vielleicht einer der wenigen nach wie vor, aber Sie machen eine unglaublich wichtige Arbeit und ich kann Ihnen auch sagen, dass Ihre Texte, auch wenn Sie da nicht so viel Feedback vielleicht bekommen, von ganz vielen Leuten, auch von Kollegen von mir, wir sind teilweise ohnmächtig und wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Und seitdem Sie Ihre Texte publiziert haben, haben wir jetzt endlich, dass wir sagen können, hier ist ein Text, lest euch den bitte durch. Und also da möchte ich Ihnen im Namen von ganz vielen Freunden von mir, ich glaube insgesamt von der muslimischen Community in ganz Deutschland ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür aussprechen. Also Sie machen wirklich da eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ich danke Ihnen, möge Gott zufrieden sein, kann ich nur dazu sagen. Und vielleicht nur eine kleine Werbung. Bald kommt sozusagen ein erstes Jahrbuch raus für islamische Rechtswissenschaft, genau mit diesem Ziel, nämlich, dass die islamische Rechtswissenschaft in der Rechtswissenschaft verortet wird, vor allem wissenschaftstheoretisch. Und ich hatte das Glück, sozusagen Matthias Rohr als Co-Herausgeber gewinnen zu können. Und wie gesagt, darauf können wir schon gespannt sein. Das ist das erste Jahrbuch sozusagen für die islamische Rechtswissenschaft. Das soll dann jährlich erscheinen. Und ich freue mich jetzt auf den ersten Band sozusagen. Wann der konkret erscheinen wird, ich hoffe im Oktober oder sowas, aber ich bin mir noch nicht sicher. Aber jedenfalls werden wir so langsam dafür Sorge tragen müssen, dass wir auch deutschsprachige Literatur zur Verfügung bekommen. Mit Blick auf solche Themen. Ja, also haben Sie nochmal ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe heute auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen und dann an Sie und auch an unsere Zuschauer wieder Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Abend und eine wunderschöne Woche, inshallah. Alaikum salam, ich danke für die Wertschätzung und ganz viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön, vielen Dank. Dann werde ich jetzt die Sitzung schließen und wünsche euch alle noch eine gesegnete Zeit, inshallah. Assalamu alaikum.